Ja, moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play wie Hunter Call of the Wild. Und ja, wir sind heute auf Hasenjagd in Wuhonga und ich habe ein bisschen wenig am Audio rumgestellt. Da wird sich vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen was ändern, weil ich wieder so ein bisschen mit meinem anderen Mikro liebäugel. Und das will ich nochmal ausprobieren und dann noch ein bisschen rumstellen und rumprobieren und da und machen und tun. Aber heute habe ich erstmal ein bisschen am, Shure SM7B rumgeschraubt und möchte da einfach mal gucken, wie ihr das so findet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Veränderungen findet. Ich werde halt an dem anderen auch noch ein bisschen rumstellen, beziehungsweise da reinhören und ja, mal sehen. Auf jeden Fall ist die Hasenjagd hier wirklich sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ohne Witz, die Hasen sind so verdammt empfindlich, das glaubt ihr nicht. Ich habe noch nie so ein empfindliches Tier gejagt. Die sind so empfindlich. Ich weiß nicht, ob die einfach nur super Gerüche haben oder eine super Nase, meine ich. Oder was weiß ich, ob die irgendwelche anderen total ausgeprägten Fähigkeiten haben. Auf jeden Fall sind die richtig krass. Und ich habe jetzt bisher nicht einen einzigen gesehen, außer einen, der geflüchtet ist. Oder eine, die geflüchtet ist, besser gesagt. Das ist richtig krass. Die machen auch kaum Geräusche. Sind meistens irgendwie auf der Stelle und dann rennen sie weg. Die sind 10-mal so empfindlich gefühlt wie die auf Layton Lake. Und das ist ziemlich ätzend. Ah, da vorne. Da, hi. So, die erste ist gefallen, die erste Dame. Das erste Karnickel ist down. Oh mein Gott, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch welche davon schießen werde. Weil, wie gesagt, die sind verdammt schwierig. Man muss sehr, sehr leise sein und sehr vorsichtig. Und selbst dann ist es nicht mal garantiert, dass man auch welche sieht, weil hier alles zugewachsen ist. Wir sind hier übrigens, das zeige ich euch gleich, wo wir uns hier befinden in Wuhonga. Und zwar befinden wir uns, oh, das ist ein schöner Abschuss gewesen, Kastanienbraun, oh. Auf dem riesigen Berg, in der, naja, auf der linken Seite, ich wollte eigentlich gerade Mitte sagen, aber ist hier auf der linken Seite. Und hier jagen wir Häschen, die sind hier nämlich ganz gut vertreten, allerdings auch ziemlich schwer zu kriegen, weil sie halt meistens einfach nur auf der Stelle hocken. Auf der Stelle hocken oder hopsen, wollte ich eigentlich sagen. Die hoppeln da so ein bisschen rum, meine ich. So muss man eben husten, tut mir leid. Und ja, deswegen mal sehen, ob wir die hier irgendwie noch erwischen können. Also ein bis zwei möchte ich eigentlich gerne noch haben. Es ist, wie gesagt, verdammt schwierig bei denen, ja, überhaupt einen Erfolg zu haben. Deswegen bin ich schon sehr froh, dass wir hier überhaupt gerade einen schon erwischt haben. Ja, die sind wirklich krass. Habt ihr die schon mal gejagt? Wenn ja, könnt ihr mal in die Kommentare eure Erfahrungen schreiben. Würde mich mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der so eine schwere Zeit mit denen hat. Ich finde die echt hart, Mann. Ich finde die wirklich richtig schwer. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Gebiet hier. Aber die entdecken mich halt ständig. Die entdecken mich richtig, richtig schnell. Und ich check einfach nicht, warum.
Naja. Ja, das sollte ich eigentlich nicht tun. Eigentlich sollte ich das sollte ich lassen eigentlich. Das Aufstehen und Rumlaufen, da rennen sie eigentlich sofort weg. Wie gesagt, es gibt so viele Sachen, wo die wegrennen. Beziehungsweise es ist so einfach, dass sie wegrennen. Die sind halt mega empfindlich. Ich habe hier irgendwo noch ein Klopfen gesehen, beziehungsweise gehört. Also ich habe halt den Ausruf bekommen, gehört habe ich sie nicht. Wahrscheinlich so ein Stummklopfer. Aber hier sind auf jeden Fall welche. Sie scheinen aber auch wieder ne, sehr, sehr gerne in diesen Büschen da hinten zu hocken. Das machen sie ja auch schon bei Leighton Lake ganz gerne. Aber da sind sie zumindest so dumm wie Brot. Und die hier sind alleine und haben dann anscheinend etwas größeres Gehirn. Zumindest machen sie die Sache ein bisschen schwieriger. Ich wollte jetzt eigentlich da hinten auf den Tower gehen, aber ich habe mich gerade gefragt, bringt es das eigentlich wirklich? Ich meine, so weit kann ich da jetzt auch nicht gucken. Und diese kleinen Frummelhasen, die werde ich eh nicht sehen, wenn sie da irgendwo hinterm Busch sitzen. Also, sie haben gute Chancen, was da vorne die Richtung angeht. Weil die hier alles dicht gekackt haben. Da vorne habe ich gerade keinen Drohklopfer bekommen. Ja, sehr alt. Das heißt aber nichts. Das Alter gucke ich eigentlich gar nicht mehr. Zumindest bei den Hasen nicht. Für mich heißt das, die sind in der Nähe. Ne, hopseln zwar ein bisschen rum. Da vorne habe ich irgendwas gesehen. War da irgendwas? Ich habe da irgendwas gesehen. Ich könnte schwören, ich habe da vorne was gesehen. Vielleicht auch Einbildung. Wahrscheinlich Einbildung. Es ist halt auch ziemlich schwierig. Sie überhaupt zu erkennen. Weil die sind klein und kackbraun. Und die Gegend hier ist auch kackbraun. Zumindest großteils. Und sie sind halt sehr, sehr klein. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Aber ist mal wieder eine etwas ruhigere Jagd hier. Man muss halt wirklich mal leise sein. Also wirklich mal vorsichtig sein. Ist auch der Grund, warum ich Quadro Colinas nicht mag, weil da, sag ich mal, ist diese Komponente viel zu stark vertreten. Bei Wohonga muss ich es eigentlich. Da. Nur bei den Karnickeln tun. Na, du kleine Ratte. Okay, kein Klopfer. Das heißt, eventuell haben sie mich nicht gesehen bzw. gehört. Da liegt er. Liegt sie. Und davon hat sie auch gefuttert. Ist wahrscheinlich ein Einzelgänger.
Die sind allgemein Einzelgänger. Ich habe noch keine zusammen gesehen. Wahrscheinlich nur, wenn sie gerade irgendwie Paarungszeit haben, ne? Bisschen versteckt die Salami spielen. Aber ansonsten wirklich eine Spezies, die man sehr, sehr vorsichtig behandeln muss. Wo man ganz gechillt jagen muss. Slow Motion. Nee, wirklich. Also die sind sehr, sehr empfindlich und da solltet ihr definitiv aufpassen, dass ihr da nicht zu laut seid. Lass mal eben sehen. Na, es sind genau wieder einzeln gewesen. Also die sind auch irgendwie, wie gesagt, alleine unterwegs. Das macht es nochmal schwieriger. Leider nur ein Silberhäschen. Und ich glaube, hier einen Diamant von... Oh, Hallöchen. Davon haben wir wieder eine Dame. Ich denke mal eine Dame. Ich glaube, die sind immer weiblich, weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Männchen gibt von denen. Die habe ich jetzt schnell gesehen. Aber ich weiß auch nicht, wie weit ich so laufen kann, ohne dass sie mich sieht. Okay, extrem leicht. Zwei. Ist noch ruhig. Die frisst auch gerade. Die sieht mich nicht kommen. Das ist sehr gut. Ja, wie komme ich jetzt am besten an sie ran? Ich würde ja sagen, dass ich so auf die rechte Seite gehe und da entlang gehe. Ich werde mir auch einen Punkt setzen, wo sie gerade ist. Das sind 100, 160 Meter, das kommt ungefähr hin. Dann wissen wir auch so ab, ich würde sagen, ab 100 Metern kriechen. Wir können auch auf 150 Meter Distance bleiben. Dann einfach so ein bisschen den Stalker spielen. Sicherlich auch nicht verkehrt. So. Okay, ich habe die Melodie eh verkackt, aber sind gleich da. Und da vorne ist er. Da ist er. So. Sieht aus, als wenn die da ihren Hintern auf den Boden reibt, aber naja. Erwischt. Sehr schön. Damit hätten wir Operation Drittes Karnickel auch beendet. Und jetzt können wir einfach mal schauen, wie die Gute sich hier... Ja, wie die so... bewertet wurde. Ich hoffe mal Gold. Das wäre ein schöner Abschluss. Weil noch eins von den Biestern würde ich jetzt nicht jagen. Das ist mich mega anstrengend. Ich sag's euch, das ist verdammt anstrengend. Die war sogar genau auf dem Punkt, den ich markiert habe. Ist sie die ganze Zeit so im Kreis gehoppelt. Aber ihr seht, hier oben findet man gut welche. Aber sie sind halt wirklich einzeln unterwegs und sie sind sehr, sehr empfindlich. Also die sehen euch ganz ohne Scheiß. Wenn davon das Karnickel ist, ne, die hockt hier. Und ihr seid zu laut, dann hauen die schon ab.
Das hatte ich heute schon ein paar Mal, bevor ich die Aufnahme aufgemacht habe, beziehungsweise angemacht habe. Da vorne haben wir noch ein drohendes Klopfen. Und meistens, wenn das drohende Klopfen ist, dann sind sie meistens schon weg. Die Erfahrung musste ich leider auch machen. Ne, drohendes Klopfen sagt gar nichts. Bei anderen Tieren heißt es eher so, hier, ne, pass mal auf hier. Braun. Ein Buschhase. Ja, also ich würde mal gucken hier. Sehe ich hier vorne einen? Nö. Wie gesagt, das ist mit den Klopfen auch verdammt schwierig. In den meisten Fällen, weil sind sie dann schon weg. Zumindest hatte ich das halt schon. Ich sehe jetzt auch leider die Dame hier nicht. Dementsprechend würde ich sagen, ja. Belassen wir es dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe mal, diese kleine, ja, andere Episode, sage ich mal, ein bisschen was anderes, ne? Was Neues. Hat euch gefallen? Falls ja, Däumchen nicht vergessen, würde ich mich freuen. Und ja, ansonsten das neue Audio bitte bewerten in den Kommentaren, würde ich mich freuen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss.